Egal ob Krafthaftpflicht, Teilkasko oder Vollkasko, durch einen Versicherungswechsel lassen sich oft jährlich mehrere hundert Euro an Beiträgen einsparen. Jedoch ist Eile geboten, die meisten Tarife haben eine Kündigungsfrist zum 30. November 2022. Stiftung Warentest hat 158 Kfz-Versicherungstarife in der Haftpflicht- und Kaskosparte auf ihr Beitragsniveau bewertet. In einem Fall lag die Spanne zwischen dem günstigsten und dem teuersten Tarifmodell sogar bei rund 1.000 Euro. Der monatliche Beitragssatz errechnet sich aus verschiedenen Faktoren wie etwa Fahrzeugart, Alter des Fahrers oder unfallfreie Jahre. In ihrem Vergleich ging die Stiftung von verschiedenen Modellversicherungsnehmern im Alter zwischen 20 und 70 Jahren aus. Die günstigsten Krafthaftpflichtbeiträge für einen 40-jährigen Versicherungsnehmer bot der AXA Online-Tarif. Die höchsten Tarife wurden bei der Allianz Premium-Versicherung fällig. Die richtige Wahl des Versicherungstarifs hängt immer von individuellen Faktoren ab. So ist das Leistungsspektrum bei günstigeren Tarifen häufig geringer als bei teureren. Dies äußert sich beispielsweise in einer hohen Selbstbeteiligung bei Schadensfällen, bei denen ein nicht im Fahrzeugbrief benannter Fahrer am Steuer saß.